ist einmal außen hinkommen, oder? Einmal. Wie oft ist er außen hinkommen? Ich war nicht. Gott sei Dank. Aufstau, warten wir Auswertungsknopf vom Büro und dann starten wir gerade anschließend zum Final, wo es dann darum geht, den besten Vorwartepartner am Pfannenstiel zu führen. Der Günther Weissmann hat jetzt einen vierten Vorsprung. Er ist jetzt am Absitzen vom Kübel auf die drei Holzdünste, die dort am Boden sind. Das muss genau stimmen, sonst gibt es viel Pumpverlust. Das ist eine Lunge. Und dann fahrt ihr jetzt vor auf den Pfosten 3 und tut dort die Rüttel durch den Eisenring durchbalancieren, ohne dass er mit der Zange oder mit dem Holz Hindernis oder speziell den Eisenring berührt. Der Martin BH, der rote Martin auf der Bahn 2, ist jetzt auch am Fahren über das Hindernis und setzt dann nachher den Wasserkübel auch ab. Jetzt ein leichter Vorsprung von unserem Gast aus Bayern, dem Günther Weissmann. Da hat der Rücken bereits der erste Text über das Hindernis befördert oder durchs Hindernis. Im BH ist dran am Überfahren vom Hindernis und kann nachher dann den Wasserkübel absetzen. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei dieser Arbeit und eben auch sonst, wenn sie im Wald fahren, dass man nicht mehr als das Nötige. Der Martin B. hat das Hindernis überfahren auf der Bahn 2 und fängt jetzt an mit dem Abdenken vom Wasserkübel und Podest. Und Günther Weissmann ist bereits dran am zweiten Rubel transportieren und balancieren durch den Ringtour. Jeder Farm wird da gleich bewertet. Und man hat festgestellt, dass jetzt heute Morgen mehr oder weniger nicht verantwortlich sind. Die haben Fahrer haben relativ viele Fehler gemacht, bis sie dann wirklich fit geworden sind und am Märkte. Aber meistens ist der Zeitfaktor maßgebend für die besten Partien. Der Martin Bea ist jetzt auch von der 3 und fängt an mit dem Transport von dem Holzrubel durch den Eisenringtour. Der Günther Weissmann ist nach dem zweiten Rubel jetzt gerade passiert und er kann vorziehen auf den Pfosten 4. Das ist gelungen und jetzt Pfosten 4 durchbaut. Nochmal eine heitere Angelegenheit. Zwei von diesen Holzrügeln sind gespalten. Die muss er zusammenschieben und schlussendlich 5 Rügel aufeinander stapeln. Schauen wir noch geschwind über auf Bahn 2 von Martin BH. Er hat den ersten Rügel zur Hälfte können balancieren und ist dran, den auf der anderen Seite vom Hindernis auf diesen zwei Böcken platzieren. Der erste Rügel vom Turm auf der Bahn 1 steht bereits. Konzentrieren wir uns jetzt hier auf den Günther Weissmann. Er ist aus Bayern angereist am Pfannenstiel und ist jetzt dran am Turmbauen. Der zweite Rügel, eben die, der halbiert ist, steht. Das Nummer 3 ist wieder ein ganzer. Auch das hat geklappt.
Das Nummer 4 ist wieder halbiert. Die muss er zusammenschieben zuerst. Und auf der Bahn 2 ist der Martin BH mit dem ersten Rumpel fertig. Und macht jetzt das gleiche noch mit der Nummer 2. Und da beim Günter Weissmann kommt jetzt der Rugel Nummer 4. Der halbierte drauf, das sieht gut aus. Und das Nummer 5 hier oben drauf. Der Turm muss stehen bleiben, bis die Zange am Boden ist. Und das ist passiert. Ein Applaus, Günter Weissmann. Und auch da sage ich jetzt wieder, ich tue der Jury nicht vorgreifen, aber ich sehe fast den Günter Weissmann im Finale. Aber lassen wir uns überraschen, was da der Martin BH, vielleicht hat er weniger Fehler als der Günter. Schauen wir da der Jury nicht vorgreifen. Der Rolf Bühler, da im gelben Baustellenwagen da hinten, tut jeden Lauf an Krise ausreffen und Martin BH fährt führen und fängt an mit dem Turbo. Turbo Nummer 2. Der halbiert ist. So, und jetzt kommt das 3 noch. Das ist wieder das Ganze. Sieht doch ganz gut aus, da beim Martin BH. Er kommt von Villingen, Herzogenweiler im Schwarzwald. Und ich sehe draußen Fahrer, wo wir schon davor waren, tagtäglich besitzen, Günter Weissmann auch. Zeigen sich alle Fahrer, die da in einem 2 Tagen da oben angetreten sind. Es sind 22 gestern. 8 haben sich für den Finale qualifiziert. Wir sind jetzt im zweiten Halbfinale, wo der erste und der dritte von der gestrigen Qualifikation aufeinandertreffen. Der Martin BH und die Schwarzwald setzt jetzt den Kreuzirubel auf. Sagen am Boden, der Turm bleibt stehen. Herzliche Gratulation in den Schwarzwald. Jetzt warten wir auf den...